Moin Leute und herzlich willkommen bei Wimmelcoin. Zweiter Block bei Anja und Thorsten bei KGB Berlin. Ja. Im ersten Block habt ihr Karamell gesehen. Ja. Und jetzt kommt Aragoga als krasser Kontrast. Wir nehmen jetzt mal ein paar dunkle, wovon wir fast ein ganzes Becken voll haben. Nein, eigentlich zwei Becken. In allen Größen, in allen von Karasugoi über dunkel mit Silbertönung, dunkel mit Bronzetönung. Also wir versuchen jetzt einfach mal ein paar hier rauszukriegen und ja, wollen einfach mal eine kleine Bowl machen, wo man mal einen kleinen Eindruck bekommt. Einfach mal die anderen Farbspektrum zu sehen. Genau. Bin ich gespannt, freue ich mich drauf, vor allen Dingen jetzt bei Sonnenlicht, damit man mal wirklich sieht, wie krass die Farben rüberkommen. Ja. Und dazu schaut gleich weiter, dann sehen wir uns gleich wieder. Anja, erste Bowl? Erste Bowl mit unseren dunklen Aragoke. Wir nennen sie immer unsere indonesischen Ritter. Wenn man wirklich die mal so ein bisschen in der Menge sieht, das hat wirklich was von der indonesischen Armee. Also was soll ich sagen? Irre Fische. Also ich sag mal, von der Beschuppungsart haben wir die als Fullscale eben über den ganzen Körper verteilt. Wir haben sie als Einzeiler, jetzt hier nicht in der Wanne, aber eben wo wirklich nur die große Ginrin-Zeile auf dem Rücken ist. Wir haben sie als Dreizeiler oben auf dem Rücken und einmal längs an den Seiten. Unglaublich tolle Fische, gerade wenn sie groß sind, was total faszinierend ist gerade. Also ich liebe ja die Fullscale über den ganzen Körper, die Schuppen. Wenn die groß sind und nach oben kommen, auch bei den dunklen besonders, wenn die sich zur Seite drehen und die großen Schuppen auseinanderklaffen und die helle Unterhaut durchguckt, sieht so spektakulär aus. Ja, sie wollen lieber in Schatten, ist halt so eine Schattenarmee. Ja, hier sieht man jetzt schön den Kontrast. Das ist schon schön, was mal was Außergewöhnliches. Das ist jetzt schon Unikate. Und in, ich sag mal, in dieser Art von den dunklen haben wir wirklich viele in den verschiedensten Größen, in den verschiedensten Preisklassen. Von, ich sag mal, 200 bis hoch zu 2000, ganz, also von bis. Also für jeden. Worauf kommst du da immer an? Eigentlich kommt es auf die Gleichmäßigkeit der Schuppen an, auf die Qualität vom Ginrin, Männchen, Weibchen natürlich, dann auch auf die Größe natürlich. Ja. Ist schon eine coole Beschuppung. Guckt euch an, wie es in der Sonne glänzt. Und die variieren auch immer, ne? Also die sehen fünf Minuten später, können die schon wieder komplett anders aussehen. Es ist ganz, ganz besonders schlimm, gerade bei den dunklen, wenn man sie in die Wanne setzt, die werden sehr schnell sehr hell. Und trotzdem hast du, ist jetzt hier gar nicht so doll. Also du hast, das ist eher so ein grünliches Gold in der Beschuppung. Dann gibt es welche mit so einem eher silbrigen Gold, mal ein bisschen Bronzegold. Also eigentlich variieren sie in den Farben alle immer ein klein bisschen unterschiedlich. Und es ist eben wirklich diese Blutlinie-Haut. Also du hast von keinem Aragoke original den gleichen Fisch. Also ähnlich, aber irgendwo im Farbspektrum immer ein klein bisschen anders. Und das finde ich mal wahnsinnig spannend. Das ist jetzt eine kleine Mini-Auswahl aus einem Becken, wo wir mal gesagt haben, wir nehmen mal verschiedenste Farben raus und machen die mal ein bisschen größer, einfach mal um zu gucken, was geht. Irgendwann hat der Filter gesagt, wir sollen aufhören mit Füttern, dann mussten wir aufhören. Aber da sieht man vielleicht ein bisschen, obwohl sie natürlich bei uns ohne Sonne schwimmen, aber so ein bisschen die Möglichkeiten und also so diese Farbspektren, die Aragoke wirklich hergibt. Also die Kontraste von Haut und Schuppen werden draußen in der Sonne noch weitaus krasser, als es jetzt bei uns ist. Aber alleine mein kleiner gelber Fisch, wirklich ganz goldgelbe Beschuppung, Unterhaut in einem Blau-Grau. Das ist ein Geschenk von unseren indonesischen Freunden an Thorsten. Er heißt der Erpel. Tolle Beschuppung, wirklich in so einem richtigen Silber-Soragoi mit einer tiefschwarzen, wunderschönen Haut. Ja, von den Farben alles dabei. Zeile, Fullscale. Hier ist auch noch ein echt bildschönes Tierchen. Guck mal, hier zeig dich mal. So, und die Farben, also die Kontraste von Hautschuppe, das kommt in der Sonne nachher draußen im Teich noch viel krasser. Aber da sieht man schon, wie breit das Spektrum ist von Farben bei Aragoke. Unendlich. Ist alles dabei. Gerade der dunkle gefällt mir richtig gut. Ja, das ist schon. Dafür, dass es ein Kerl ist, stattliches Teilchen. Der Erpel. Schöne Auswahl. Ja, und in dem Becken, sage ich mal ganz grob, geht es ab 1000 los bis hin zu unverkäuflich. Wie gesagt, der Erpel ist unser. Der war gut, bis hin zu unverkäuflich. Unverkäuflich gibt's nicht. Irgendwann knickt jeder ein. Nein. Nee, man darf auch keine Geschenke verkaufen. Das bringt ganz groß Unglück, glaube ich.
Und hier haben wir dann nochmal ein komplett anderes Farbspektrum, sagst du? Ja, das liegt einfach daran, dass die hier im frühen Tunnel einfach jetzt schon weitaus farbintensiver sind, weil sie kriegen mehr Licht und sie schwimmen wärmer. Also wir haben jetzt hier eine Wassertemperatur von ungefähr 25 Grad und das merkt man total. Also da kommen die Farben schon ganz anders, die Kontraste von Haut und Schuppen kommen schon ganz anders. Und hier nochmal eine schöne Auswahl mit dem gesamten Spektrum, den Araguque zu bieten hat. Und eben schon wirklich ausgereift hier irgendwie von den Kontrasten von Haut und Schuppen, weil eben das Wasser wärmer ist und die Sonne hier einfach weitaus mehr reinscheint als in der großen Halle. Das war hier alles dabei, von Oliv, Braun, Grün, Gelblich. Ich sag mal, das ist immer unser Kanarienvogel, der ist fast neonfarben. Das ist schon eine bunte Vielfalt. Aber hier geht es auch wieder, der Preis staffelt sich nach der Qualität, ne? Genau, also ich sag mal, Genrin mit einer richtig guten Genrin-Qualität ist immer ein bisschen hochpreisiger als Nicht-Genrin. Mhm. Dann kommt es auch sehr auf die Farbspektren an. Ich sag mal, so dieses richtige Kupfer, was unsere Jungs drüben Timbaga nennen. Timbaga bedeutet übersetzt wirklich Kupfer. Es hat eben auch diesen leichten Metallic-Schimmer und dieses richtige rotstichige. Die sind relativ selten, dieses richtige Grün ist relativ selten und das macht natürlich leider Gottes auch den Preis aus und das ist immer das, wonach gefragt wird, logisch, immer das, was selten ist, das will man haben. Und hier sind jetzt eben wirklich mal so sehr gute drin, sag ich mal. Also von, ich sag mal, ungefähr 300 Euro, geht dann aber hoch auf 800 Euro und da ist es auch unabhängig, wie groß. Ja. Es ist dann wirklich echt Farbe, Beschuppungsart. Ich sag mal, diese Farbe ist eben total einmalig und der ganz helle mit, ich weiß auch nicht, grün, was auch immer, auch ganz, ganz selten, richtig toll. Ja, Anja, das waren Araguque. Ja. In allen Farbvarianten und Farbkonditionen. Genau, wir haben uns zumindest bemüht, irgendwie von allem ein bisschen was zu zeigen. Also ich sag mal, wir haben bestimmt 2000 Araguque bei uns schwimmen in der Anlage, von bis und jetzt einfach nur, um meinen Eindruck zu kriegen, von dunkel über hell. Hoffentlich hat es ein bisschen... War richtig geil. Also die Kontraste, muss ich sagen, finde ich bei Araguque schon Hammer. Ja. Und ich denke, da ist für jeden was dabei. Wenn ihr interessiert seid, wenn es euch gefallen hat, dann schaut mal bei Anja und Thorsten bei KGB vorbei. Und ihr müsst es live sehen. Es ist leider so. Damit wären wir jetzt auch am Ende. Im nächsten Vlog schauen wir uns aber noch das alles andere an, was dieser Mutterkäufer so verbieten hat. Genau, er kann noch mehr. Er kann noch mehr. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.